den Pang, den Spatzen und wir hatten den Doppelpang. Ja. Und der Doppelpang geht über, also erstmal entspannen, ja, nicht so schnell, hastig. Die Hände gehen übereinander hinweg. Und jetzt die Anwendung. Wir haben das immer als Schulter hier oder einen Unterarm, der hier anfängt zu drücken, von jemandem anders natürlich. Dann drücke ich wieder nicht dagegen, sondern ich sinke, nehme das auf. Also da das eine Schulter oder ein Unterarm oder etwas von einem Gegner ist, bleibe ich immer noch nach vorne ausgerichtet, nehme aber diesen Impuls auf und drehe meine Hüfte und gehe ins rechte Bein, also das hintere, sinke dabei leicht. Ja. Und wenn hier jetzt immer noch Druck drin wäre, könnte ich kurz lösen und durchs Drehen meiner Hüfte und das Aufstellen der Hände höchstwahrscheinlich diesen zu mir kommenden Impuls leicht unterbrochen haben und einen Gegenimpuls hätte geben können. Ich nehme etwas auf, sinke und gehe nach hinten mit dem Gewicht, löse kurz und komme mit der Hüftdrehung wieder nach vorne. Also eine Form, noch eine Form, noch eine Unterform und noch eine Unterform. Das kann ja in einer echten Anwendung niemals so vorkommen. Andere Seite, den U-Turn machen wir nächste Woche, also diesen 180-Grad-Wendung. Also ich nehme immer die innere Hand über die äußere, aufnehmen, lösen und zurück. Das gibt dann auch so ein fließendes Etwas, also eine fließende Bewegung, wenn ich hier vorne bin, sinke langsam, kurz löse und mit dem Aufstellen nach vorne komme. Und auch hier ist wieder diese Geschichte des Schwerpunkt, ich mache das nochmal seitlich ein bisschen mehr nach vorne. Also, dass man hier in der Position auch die Schwerpunkte übereinander bringt, sinkt, ich bin mit dem Gewicht und meiner Ausrichtung nach vorne, also mit dem Oberkörper sowieso, aber jetzt mit der Hüfte tendenziell auch nach vorne, weil mein Standbein vorne ist. Wenn ich jetzt diesen imaginären Angriff kriegen würde, nehme ich ihn auf, indem ich etwas mein Gewicht nach hinten verlagere. Und mein Gewicht ist jetzt hinten, die Hüfte ist auch nach da gedreht. Jetzt verlagere ich wieder nach vorne das Gewicht, stelle meine Hände auf. That's it. Und schön wäre es natürlich, wenn man das in einer fließenden Bewegung macht. Tai Chi, genug für heute. Diese Welle kommt, wie gesagt, nochmal vor in der gesamten Form. Aber für heute war es das, glaube ich, mit Tai Chi. Wie bei all diesen Sachen. Also die äußere Form, die ist ein bisschen komplexer jetzt, also durch dieses nach vorne, gleichzeitig sinken die Arme, nach hinten verlagern, kurz lösen, wieder nach vorne. Da ist schon viel unabhängig los, ne? Schlagzeugertechnisch, alle vier Gliedmaßen und die Hüfte sogar haben was zu tun. Unabhängig voneinander, aber zusammen, doch zusammen. Ne? Nach hinten, lösen, vorne. Man muss das halt einfach öfter machen. Ne? Und irgendwann wird das zu einer
zu einem feineren Körpergefühl und man erinnert diese Formen dann nicht mehr intellektuell, sondern man hat quasi diese Form im Körpergedächtnis, würde ich das nicht nennen, weil ich will nicht dabei unaufmerksam sein, freundlich, aufmerksam und gelassen, hierbei. Ja? Also nicht, dass man das einfach so, kann ich, nee, eben nicht. Also dieses kann ich ist quasi ein Zeichen, dass man es nicht gelernt hat. Also, weil es geht nicht darum, dass ich das jetzt irgendwie perfekt zum Ende beherrsche. Also es geht darum, ich kann das ungefähr, ne? Du weißt ungefähr, was das ist, wie es geht. Ich kenne auch meinen Körper, wie der sich anfühlt dabei. Sondern wirklich immer feiner zu spüren dabei. Also wir benutzen das als Qigong. Ne? Also um zu spüren, wie fühlt sich das, also einen ständigen Bodyscan, Mindscan auch, was lenkt mich zum Beispiel ab und wie ist meine Einstellung zu mir, zu der Übung, zu denen, die mich umgeben, zu dem, was mich umgibt. Also freundlich, aufmerksam, gelassen mit mir, mit denen, die mich umgeben, mit allem. Und das sieht man ja, das Wetter ändert sich. Diese Form haben wir schon auch im Sommer gehabt. Das ist das, worum es geht. Also durchlässiger zu werden, das ist Qigong. Und Qigong ist eben, na das mit dem Qi, sagen wir erstmal, Qi ist gut, wenn die Muskelverspannungen sich langsam auflösen über die Jahre. Blut- und Nervengeschichten auch und das Fühlen von Haut und Bindegeweben und Sehnen und so weiter. Ich muss das jetzt nicht Lebensenergie nennen, da geht es quasi hin, aber ne, diese Entspannung ist ja klar. Wenn ich weniger verspannt bin, dann kann auch Blutzirkulation besser stattfinden, wenn man das so sieht. Vollständiges Atmen lernen und diese Einstellung und die Körperwahrnehmung zu kultivieren. Kultivieren ist Gong. Also es ist nicht so, tschick, tschick, das ist jetzt Qigong. Nein. Es ist halt leider umfassender. Oder zum Glück. Also ich mache das zum Glück deswegen. Wenn das nur so ein tschu, tschu, tschu wäre, dann würde ich das nicht machen. Okay.